Wir haben natürlich, dass die Jungs sehr konzentriert zur Sache gegangen sind, dass die Abwehr sehr, sehr gut stand in der ersten Halbzeit und mit einem sehr guten Tor dahinter, dass wir überhaupt nichts anbrennen ließen und den Gegner nie das Gefühl gegeben haben, dass sie das schwer war, dass sie die Jungs das schwer machen könnten heute. Und, ja, und ansonsten, nachdem wir komfortabel geführt haben, haben wir versucht, ja, dass dieses Spiel so als ein bisschen als Training unter erschwerten Bedingungen zu nutzen. War natürlich ein schwieriges Spiel für uns, weil es war von vornherein klar, dass wir den Uruguayern überlegen sind. Und ja, das sind einfach zwei verschiedene auch Handballarten, da aufeinandertreffen. Und ich glaube, wir haben es trotzdem ganz gut geschafft, unseren Stiefel runterzuspielen und konzentriert zu bleiben und einfach ja, weiter ins Tempo zu gehen und einfach weiterzuspielen, weil es manchmal nicht so einfach, wenn eine Mannschaft anderthalb Minuten im Angriff steht und dann komische Bewegungen auf einen zukommen. Und ich habe selber auch gemerkt, manchmal muss man dann noch ein bisschen konzentrierter sein, weil dann rutscht der Ball irgendwie durch und man kriegt ein ärgerliches Gegentor und das ist immer schwierig. Ja, und wir haben uns jetzt mit der Halle hier vertraut gemacht und alles. Wir brauchen ja auch nicht lamentieren und sagen, wir wollen sofort gegen eine Top-Nation spielen. Wollen wir ja vielleicht gar nicht. Wir sind jetzt eingespielt, haben alles ein bisschen kennengelernt. So viel Zeit hatten wir hier noch gar nicht. Von daher war das alles in Ordnung und wir haben die ersten zwei Punkte. Wir versuchen uns gar nicht so viel damit zu beschäftigen. Wir wissen ja, dass die Hallen leer sein werden. Das kennen wir auch aus der Bundesliga. Und ich glaube, wir haben heute schon einen super Spirit gezeigt. Die ganze Bank steht auch bei solchen Spielen, wo wir dann auch viele Tore werfen. Da haben wir viel Druck von außen gemacht und das werden wir in den nächsten Spielen noch brauchen. Wir sind alle wegen des Handballspiels hier, das ist unser Job und das macht uns mega viel Spaß. Und ja, dann kann man das auch mal in den, eine, sag ich mal, so die Hälfte des Tages ausblenden, das ist ganz gut. Und ich hoffe natürlich aber auch, dass wir alle gesund bleiben und dass das gut so über die Bühne geht.